Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Wildshade-Video. Diesmal nochmal nachkommentiert. Ja, und hier seht ihr jetzt Lord Sundance. Den habt ihr jetzt auch schon mal in einem Video gesehen, wo ich euch das gezeigt habe, wie sich die Punkte mit den Turnieren zusammensetzen, woran es liegt, wie ihr da platziert werdet. Wenn ihr das Video verpasst habt, dann auf jeden Fall nochmal reinschauen. Das kam gestern. Ja. Und in der Folge, wo ich über die Patchnotes geredet habe, da habe ich ihn ja gezüchtet. Und jetzt reiten wir mal noch ein kleines bisschen weiter. Die alte Wassermühle, ja, die Strecken, die ihr jetzt hier seht, die sind gar nicht mehr in der aktuellen Rotation drin. Die sind nämlich schon ein bisschen älter. Meine Güte, und morgen erneuert sie sich schon wieder. Es ist einfach der Wahnsinn. Ja, Lord Sundance ist tatsächlich momentan, lass mich nicht lügen, ich glaube, er ist auch immer noch das beste Pferd, was ich gerade im Stall habe. Zumindest das beste Pferd momentan vom Austrainieren her. Denn ich bin jetzt mittlerweile schon ein bisschen weiter. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Level ich in diesem Video hier habe. Aber ich bin jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt Spieler Level 25. Ich weiß, viele von euch sind immer noch deutlich weiter. Aber ich habe halt nicht so viel Zeit zum Zocken. Nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Und ja, Abkürzung verpasst. Aber gut, muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, wissen wir ja seit gestern. Und seitdem habe ich ja noch zwei weitere Pferde bekommen aus dem Level-Season Pass, sage ich jetzt mal. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob Lord Sundance immer noch das beste Pferd ist. Der war ja schon echt ziemlich gut und die Pferde, die man da gratis bekommt, die sind jetzt gar nicht so top. Also muss man tatsächlich leider so sagen. Von daher ist eigentlich das Beste, was man da bekommt, immer bei den Leveln, wo es ein Pferd gibt, dass es auch noch einen freien, kostengünstigen Stallplatz gibt. Denn ganz ehrlich, Leute, Stallplätze werden einfach mit der Zeit immer teurer. Also die sind, also ist schon krass. Ich glaube mittlerweile, oder für die letzte Box, die ich bezahlt habe, habe ich für die Box 500 Mondtaler bezahlt. Und das ist schon eine Stange Geld, das muss man schon so sagen. Ich weiß noch gar nicht, es gibt ja auch irgendwann ein Boxencap, das hatte ich ja in der Beta erreicht, weil da konnte man sich ja zum Testen auch das Geld cheaten, in Anführungsstrichen. Man konnte sich das ja kostenlos im Shop holen, war ja kein Cheaten, das war ja so vorgesehen, damit man eben in der Beta möglichst viel austesten kann. Und da war ich am Boxencap. Ich habe nur vergessen zu zählen, wie viele Boxen das waren. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ob es ein generelles Maximum gibt. Das heißt, dass ich, wenn ich schon alle gekauft habe, ich Pech habe und ich keine kostenlosen Boxenplätze mehr dazu bekomme, wenn ich kostenlose Pferde kriege. Wenn das so wäre, dann wäre es natürlich eigentlich relativ sinnvoll, zumindest ab dem Punkt, wo die Boxen wirklich teuer werden, keine Boxen mehr selber zu kaufen. Das müsste ich mal noch recherchieren. Vielleicht weiß es auch jemand von euch schon, wobei ich nicht glaube, dass ihr schon in dem Bereich seid, wo ihr das letzte Pferd freigeschaltet habt. Obwohl vielleicht der ein oder andere schon, aber das ist schon krass, weil ich glaube, das letzte Pferd in diesem Level Pass schaltet man irgendwo um 80, 85 frei und ich merke es jetzt schon deutlich. Ich habe jetzt gerade das erste Viertel auf dem Weg zu Level 100 hinter mir und ich merke jetzt schon, dass es wirklich krass langsam geht im Vergleich zu den ersten 20 Leveln. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt von 20 bis 25 schon so viel gezockt wie von 0 bis 15. Also, ja, man merkt schon, dass man dann irgendwann deutlich mehr machen muss, um im Level aufzusteigen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr schon zu diesem Punkt seid. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren und neugierig machen. Genau, hier seht ihr es. Ich bin zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme gerade Level 16. Da ging es alles noch ein bisschen flotter. Und, ja. Wie gesagt, jetzt habe ich erstmal Lord Sundance gelevelt. Ich habe tatsächlich an dem Wochenende ziemlich viel gespielt. Das war auch wieder die nachkommentierten Videos. Das sind immer Videos, die ich aufnehme, wenn ich bei Dennis bin. Wenn ich Bock zu spielen habe und ich aber irgendwie auch plane zu züchten oder sowas, was ich eigentlich immer ungern ohne euch mache. Ja, und wenn ich dann unbedingt züchten möchte, wenn jetzt auch gerade ein tolles Pferd in der Zucht drin ist, dann nehme ich halt was auf und dann kommentiere ich es nach. Und ja, so kommt es dann halt schon mal zustande, dass nachkommentierte Videos dazwischen rutschen. Und in dem Fall hier war es einfach so, dass ich mir gedacht habe, boah, das Pferd ist total cool. Ich habe die Farbe auch total gerne gemocht. Klar, es ist eigentlich nichts Besonderes.
weil das ist ja so ein Braunton, den man auch relativ früh bekommt und die Mähne kann man dann auch da drauf packen. Von daher ist es eigentlich gar nicht so besonders. Aber ja, wie gesagt, der Grundwert war halt einfach auch relativ gut, dass ich mir gedacht habe, boah, den muss ich jetzt unbedingt leveln, da muss ich jetzt dranbleiben. Tja, und wenn ich dann Zeit habe, bin ich ja dann doch auch ein kleiner Süchtling, der gerne so viel Zeit nutzt, wie irgendwie möglich ist. Aber ich möchte trotzdem versuchen, so selten wie möglich wirklich Videos nachzukommentieren. Weil ich persönlich, ich finde es eigentlich cooler, wenn ich wirklich so just in time kommentiere und mich dann auch wirklich in dem Moment aufrege, wenn irgendwas schief geht. Und das ist halt so eine Sache, die kann ich in nachkommentierten Videos einfach nicht so rüberbringen. Und ich glaube, das kann auch keiner, den ich, weil du, wenn du nicht hundertprozentig weißt, was jetzt passiert, weiß ich nicht, dann kommt halt so, was weiß ich, dann geht irgendwas schief und dann so 2, 1. Oh shit, was ist denn da passiert? Also jetzt, ne? Klar, das war jetzt natürlich total blöd geschauspielert, aber ihr wisst, was ich meine. Das kommt dann halt so zeitverzögert. Man hat ja als Mensch so einen gewissen Input-Lag, ne? Die einen mehr, die anderen weniger. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bislang schon so für Pferde gezüchtet habt. Es sind ja doch einige coole Abzeichen im Spiel drin. Teilweise realistische, teilweise auch absolut unrealistische, was mich aber hier in dem Spiel tatsächlich gar nicht so unbedingt stört, weil das Spiel hier ist sowieso nicht auf Realismus aus. Und ich habe so ganz krasse Farben tatsächlich bislang noch nie in der Zucht gehabt. Also ganz, ganz selten mal. Und sowas wie dieses, heißt das irgendwas mit Galaxy? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder der Fliegenschimmel. Solche Sachen, die habe ich leider noch nicht drin gehabt. Bislang noch nicht. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht auch mit höherem Spielerlevel irgendwann mehr wird. Dann werden ja auch die Pferde, die in der Zucht drin sind, besser. Aber momentan habe ich eigentlich da noch nicht so krasse Pferde drin gehabt. Und das Problem ist, selbst wenn ich da wirklich krasse Pferde drin hätte, dann habe ich immer noch das Problem, dass da ich eben noch nicht so hoch bin vom Level, die Pferde einfach grottenschlecht sind. Richtig mies. Denn momentan habe ich einfach das Problem, dass viele der Pferde, die in der Zucht sind, noch nicht mal über die 500 Punkte kommen. Und das macht sie einfach für die Zucht absolut uninteressant. Da sind meine eigenen Pferde besser und die haben halt keine Special-Farben. Das heißt, momentan ist es eigentlich gar nicht so super sinnvoll, mit irgendwelchen Pferden aus der Zucht zu züchten, sondern lieber erstmal mit meinen Pferden und gucken, dass ich die Werte verbessere und dann vielleicht auf die Farbe gehe. Da bin ich noch so ein bisschen dabei rauszufinden, was ich da vielleicht besser mache. Von daher, hier seht ihr das jetzt gerade, da hatte ich zu dem Zeitpunkt gerade die 9.917 Punkte und war auf Platz 1. Tatsächlich habe ich es auch geschafft, bislang in jedem der Turniere mit Platz 1 abzuschließen. Wie viel waren das jetzt? 3? 1 oder 3? Ich glaube, es waren schon 3. Ich habe jetzt jedenfalls knapp 2.500 Sonnenkristalle. Habe auch noch nicht so wirklich viele davon ausgegeben. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch ändert. Weil da hat man natürlich irgendwann, hat man den Vorteil, wenn man viel spielt, dann levelt man schneller. Dann kriegt man die besseren Pferde in die Zucht rein. Und dann erhöht sich diese Punktzahl, die man bekommt. Und ich weiß es nicht, ob man immer mit Leuten in der Gruppe zusammengewürfelt wird, die ähnlich sind vom Level, dass man immer die gleiche Chance hat. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, also ein bisschen die Angst, dass wenn man jetzt nicht ganz so viel levelt, dass man dann vielleicht irgendwann so einen Rückstand bekommt, dass man einfach noch nicht so die super Top-Pferde hat und dann irgendwann vielleicht nicht mehr so die richtige Chance hat, sich gut zu platzieren. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie das Matchmaking in dem Spiel funktioniert oder ob das, weil es ja im Endeffekt noch keine echten Spieler sind. Ich weiß es nicht genau, wie das da läuft. Also momentan habe ich eigentlich das Gefühl, dass es relativ gut geht. Ich hatte jetzt bei den 3 Malen, wo ich gespielt habe, hatte ich nur einmal wirklich so ein bisschen mehr Herausforderungen, mich dann doch noch auf Platz 1 vorzuschieben von 2. Aber ansonsten ging es eigentlich immer relativ gut. Nun weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach Glück habe oder dass ich vielleicht halbwegs passabel spiele. Das weiß ich nicht. Also
keine Ahnung. Weil ich kann es halt momentan noch nicht so wirklich einschätzen, wie das alles genau funktioniert, das System, wie das abläuft, wie sich das zusammensetzt mit den Gruppen, in die man da reingewürfelt wird für diese 4-Tagesturniere. Es sind ja 4 Tage, nachdem das dann zurückgesetzt wird. Also von daher, ich muss auch sagen, ich fände es gar nicht mal schlecht, wenn es tatsächlich nur 3 Tage wären oder vielleicht auch sogar 2 Tage. Das sind auch so Sachen, die ich jetzt mal in den Kommentaren gelesen hatte, dass geschrieben wurde, dass den Leuten zu lange die gleichen Rennstrecken in den Turnieren drin sind. Weil die anderen, ja, was bringen die einem? Erfahrungspunkte und Münzen, aber halt nichts fürs Turnier. Und klar, wenn man jetzt im Turnier gut platziert ist schon und sagt, okay, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt hier noch verbessern möchte, dann ist es im Endeffekt egal, was man reitet. Dann hat man quasi wieder eine Auswahl aus 6 Rennstrecken zur gleichen Zeit. Aber ja, ich fände es definitiv auch cool, wenn wir irgendwie die Möglichkeit bekämen, vielleicht bei den Turnieren irgendwann mal aus 5 Strecken anstatt aus 3 auswählen zu können, vielleicht, sobald es wirklich mehr Rennstrecken noch gibt. Jetzt ist ja noch eine, die reingekommen ist, Humble Beginnings, die wir momentan noch nicht drin gehabt haben. Bin mal gespannt, ob sie jetzt dann vielleicht mit dem nächsten Turnier reinkommt. Bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Und dann muss ich mal gucken, wie viele Rennstrecken wir dann überhaupt schon drin haben. Weil tatsächlich haben wir relativ viele Strecken schon drin, finde ich, für den Anfang. Und die ersten beiden Strecken sind ja mit der Urlaubsinsel und eben Humble Beginnings, wo ich noch nicht weiß, wie es auf Deutsch heißt, sind ja ziemlich fix schon nachgepatcht worden. Ich weiß es nicht, was für Strecken das Team vielleicht schon in petto hat, auf was wir uns dann noch freuen können, in wie naher Zukunft. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was uns da erwartet. Und das wäre natürlich auch mal eine Sache. Da können wir auch mal drüber sprechen. Ich glaube, das mache ich in der nächsten nachkommentierten Folge. Dann reden wir mal über Strecken. So, ihr Lieben, das war es jetzt aber auch für die heutige Folge Wildshade. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nachkommentiert gewesen ist. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge. Also, ihr Lieben, macht's gut und bis dahin. Tschüss!